Jessica hat es endlich geschafft. Sie hat ihren Traumberuf als auch ihren Traummann gefunden. Doch eine unüberlegte Handlung bringt alles ins Wanken. Achtung! Es folgen Spoiler. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, das GZSZ-Ende für Nina Enzmann alias Jessica naht. Seit ein paar Wochen schon steht die Schauspielerin nicht mehr für die beliebte Vorabendserie vor der Kamera. Während Nina Enzmann voller Freude der Geburt ihres ersten Kindes entgegenblickt, stehen ihrer Serienfigur Jessica weniger rosige Zeiten bevor. Erst kürzlich hatten die auszubildende Krankenschwester und Chefarzt Philipp, Jörn Schlönvogt, sich ihre Gefühle füreinander gestanden. Ihre Beziehung hielten sie jedoch vorerst geheim. Zu groß war ihre Angst, dass diese im Jeremias Krankenhaus für negatives Aufsehen sorgen könnte. Und das offenbar zu Recht, seitdem ihre Vorgesetzte Inka Albrecht, Anne Ratzfeld, über ihre Beziehung Bescheid weiß. Macht sie dem Paar das Leben schwer. Vor allem Jessica sieht sich immer wieder Inkas Unmut ausgesetzt. Jessicas Traum rückt in weite Ferne. Auch wenn Philipp sich vor dem Ausschuss gegen seine Vorgesetzte Inka Albrecht behaupten konnte und von den Vorwürfen freigesprochen wurde, nimmt die Odyssee für das Paar kein Ende. Es scheint fast so, als lege das Schicksal ihnen absichtlich Steine in den Weg, denn Inka Albrecht gibt nicht auf. Ihren Ärger lässt sie nun an Jessica aus. In einem Gespräch konfrontiert die Klinikleiterin die Auszubildende mit schweren Vorwürfen. Jessica habe von Anfang an geplant, sich mit Hilfe der Anstellung im Krankenhaus einen Arzt zu angeln. Wütend reagiert die auszubildende Krankenschwester mit einer verhängnisvollen Kurzschlussreaktion. Jessica schubst Inka Albrecht gegen einen Spind. Dass das schwere Folgen nach sich ziehen wird, wird ihr schnell bewusst. In der Hoffnung, größeres Unheil abwenden zu können, fasst Jessica daher den Entschluss, sich bei ihrer Vorgesetzten zu entschuldigen. Scheinbar mit Erfolg, Albrecht nimmt die Entschuldigung an. Doch ihren Groll ist damit nicht versiegt und das macht sie Jessica auch direkt klar. Die auszubildende Krankenschwester wird mit den Konsequenzen ihres unüberlegten Handelns konfrontiert. Sie erhält die Kündigung, während Philipp fest entschlossen ist, rechtlich gegen die Entlassung vorzugehen. Gibt Jessica hingegen klein bei. Sie möchte nicht mehr ins Jeremias Krankenhaus zurück. Ihren Traum, Krankenschwester zu werden, gibt sie dennoch nicht auf. Jessica will in einem anderen Krankenhaus ihre Ausbildung wieder aufnehmen. Ob das nach der Schubsaktion jedoch problemlos klappt, das werden wir noch erfahren.